Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Mittelerde. Schatten des Kraukes und Schatten des Krieges, wo wir in der letzten Folge von Bruce verraten wurde, was mir irgendwie schon klar war, als er rumheulte, dass wir ihn nicht zum Oberherrn gemacht haben. Ja, es kristallisierte sich so ein bisschen heraus. Und jetzt ist hier alles wieder im Arsch. Wie soll es auch anders sein? Es gibt viele Infos, die wir so fast gar nicht mehr brauchen, weil uns eh fast alle gehören. Schöne Statuette. So. Ciao. Ja, töten später, Junge. So, sammeln wir die mal ein, dann kriegen wir natürlich noch ein paar Juwelen, das ist ganz gut. Dann würde ich erstmal den hier dann als nächstes holen. Das heißt, wir beamen mal eben. Schnellreise ist nicht verfügbar. Na, ist ja toll. Lass mich. Keine Zeit für deinen Schmarrn. Erstmal weg. Naja, die sind jetzt alle ein bisschen aggro. Macht euch mal Logge. Kommt hier eh nicht hoch. Kann ich jetzt schnell reisen? Bitte. Ja. So, schnell darüber. Holen uns die Sachen und dann läuft das gleich von ganz alleine. Da geht doch fix. Dann machen wir gleich Bruce alle. Und dann haben wir es auch schon fast so. Wenn ich hier gut springe, treffe ich den trotzdem nicht. Hier hat wieder jemand Probleme mit Spinnen. So, ich markiere gleich den nächsten. Der ist nämlich hier drüben. Den müssen wir nur rüberladen. Das geht recht fix. So, eingesammelt. Einer. Gut, das Geld lasse ich mal da liegen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen jetzt eben schnell darüber hoppeln. Ach, die denn da? Ach, guck mal, hier sind alte Freunde von uns. Servus, Männer. Alles klappt bei euch, jo, ne? Läuft. Läuft, alles läuft. So, wir legen mal einen Zahn zu. Damit wir schnell dahin, wo wir hinkommen. Ah, toll. Karagos. Ich habe Ratback immer gehasst. Wie hat der Udo überlebt, Rüdiger? Ist hier nichts. Achtung, Vorsicht. Ist hier durch. Ja. Ratback, die Rattentasche. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen nervig, dass jetzt alles für den Sack ist, dass wir alles nochmal machen müssen. Moin. Wenn er gerade da ist, ich meine, ein bisschen was aufdecken müssen, glaube ich, noch. Hier sind noch ein paar große Unbekannte. Ja, hier zum Beispiel. Müssen wir ihn aufdecken? Nee, ne? Stärken und Schwächen bereits bekannt. Gut. Ja, dann machen wir ihn hier mal. Flack, der Bemalte. 13. Wow. Wir haben aber gut was eingenommen, muss ich sagen. Hast du das gehört? Du hast gar nichts gehört. So, ich gucke mich mal eben schnell um. Nicht, dass hier zufällig irgendwo ein Hauptmann rumkraxelt. Euch denn los? Hör!
Schnauze. Das war's. Ich war da, hab alles gesehen. Wir waren auf Patrouille, als es passierte, Dummkopf. Mhm. Nur hoch da. Ja. Ich hab gehört, Carmen hat ihren Wald verlassen. Na, oh Junge, was ist denn hier heute mit der Steuerung los, ey? Hier geht ja gar nichts vorwärts. Aua. Spürst du das? Mann, Schnauze. Deine Mutter wird wehtun. Na hopp. Darf ich jetzt das Ding hier holen? Bitte. Anscheinend nicht. Oh, sag mal. So, jetzt endlich. Meine Güte. So, gleich die nächsten markieren. Alter, irgendwie die Steuerung ist in letzter Zeit echt für den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, kann ich hier irgendwo schnell hinreisen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wegpunkt, Wegpunkt. Oh, ja, ganz ehrlich, scheiß drauf. Gehe ich jetzt über hier hin. Habe ich jetzt eh keinen Bock drauf sonst. Hm, was? Ja, bitte? Wer ich jetzt? Nö, sehe ich noch nicht. So, das war Elmlicht mit Gift. Ich sag's nur mal. Gut, dann beamen wir uns jetzt schnell hier rüber und dann können wir dann gleich rauslaufen. Und dann holen wir uns Brucey. Und dann wollen wir gucken. Sollte nicht das Problem sein. Bei Stufe 19 können wir so wegfrühstücken. Aber ich vermute mal, dass wir uns den nicht wieder einverleiben können. Durch Hinrichtung, Feuer und Bestien. Der hat aber nicht viel. Beschusssicher, stets auf der Hut. Also Fernkampf braucht auch nicht. Und schwergerüstete Kämpfer, die gewaltigen Schaden aushalten. Der Brecher kann großen Schmerz ertragen und kurz vor dem Tod noch mal einmal alles geben. Also die müssen wir schon, entweder müssen wir den abfackeln oder halt, ne, direkt in den Nahkampf gehen. Also der braucht direkt auf die Fresse. Ein bisschen. Dumm, dumm, dumm. Oh, hier liegt noch Geld rum. Hallo. Ich finde es ja immer noch höchst interessant, dass die Grauks die Tore hier nicht aufbrechen können. Wir aber. Das Ding einfach mit dem Pfeil aufschießen, weißt du? Viele Karos. Allein wie viele Socks hier rumrennt, ne? Mhm, für den Häuptling, ja bitte. Welcher denn? Ich, Chef, du nix, Junge. Du auch noch? So, auch weg. Geißel von Luren haben wir abgeschlossen. Ist wieder so ein Community-Event gewesen. Nur rein theoretisch können wir jetzt hier einen Häuptling rauslocken, aber muss glaube ich nicht sein. Na schön.
Bruce wird für seinen Verrat zahlen. Und es wird eine Warnung für alle, die es wagen, ihm zu folgen. Finde ich gut. So, Bruce steigt die Macht zu Kopf, hol ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Gibt 18.000 Erfahrungspopel, Alter. Leck mich fett. Waldläufer, du hast Ärger. Bruce hat deine Feste eingenommen. Das habe ich schon geahnt, als er mir die Klinge in den Rücken bohrte. Ging vom Rücken glatt nach vorn durch. Und du hast geblutet. Entschuldige, das Problem ist, die anderen Orks wissen, dass du Bruce gekriegt hast mit deinem Jetzt leidest du. Und sie wissen, dass er frei ist. Das hat richtig Eindruck geschunden, sag ich dir. Orks rennen ihm nur so nach. Also ich will dir nicht sagen, wie du deinen Job zu machen hast, aber du musst ihn beseitigen. Und eine Rettung steht auch noch an. Eine Rettung? Ja, er hat Gefangene genommen. Einer davon ist dein Oberherr, glaube ich. Du willst ihn doch befreien. Wo? Hier lang. Aber echt jetzt, der hat dich aufgespießt und so. Sei still! Ich bin echt sauer. Das sind drei Gefangene. Geh rein und mach dein Ding. Ich bleib hier und spähe die Gegend aus. Ich bin echt gut im Spähen. Späher gehen vor. Und sterben. Deshalb kann ich das so gut. Also auf geht's. Das Spähen beginnt. Oh, ja, ja. Kann nicht mal, Junge. Hat nicht ganz. Ja, auch sonst keine Hobbys oder was. Wehe, du bist gegen mich. Ich dachte, du tauchst nie auf. Naja, danke jedenfalls. So weit, so gut. Noch zwei Geiseln mehr. Ja, du sagtest drei und eine haben wir. Ich kann zählen. Oh, na, das wird nützlich sein. Müsst du mir nicht vor jedem Kampf eine neue Drohung überlegen? Einmal habe ich ein paar Drohungen. Na gut, dann befreien wir mal unsere Freunde. Der Trottel stirbt sowieso, keiner wird's merken. Aber er ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Kam wieder, obwohl ich gewonnen hatte und erzählte allen, ich wäre eine faule Made ohne Fantasie. Los. Unfassbar, dass Bruce nie einen Kampf verloren hat. Ich habe nur ein paar verloren. Er gar keinen. Ugol. Mhm. Anfällig für Schleichen. Festnageln, können wir den übernehmen? Gift her. Gefolge von Jägern, Fallensteller, Kriegstreiber, Schildträger, Fährtensucher. Los! Was? Sieht so aus, als hättest du dich vorgedrängelt. Diesem Tölpel gefällt das bestimmt nicht. Aber wenn ich dich vor ihm töten soll, dann soll's mir recht sein. Naja. Mist. Komm hier! Ach, ja, ja, ja. Das wird mir nicht wehtun. So, meiner. Nicht sterben, bitte. Schwöre dem Hellenherrscher die Treue. Ach, dein Wunsch ist mir Befehl. Ist mir Befehl. Sehr gut, und Kämpfruf, Alter. In den Kampf für den Hellenherrscher. Huch. Warum tust du das? Entschuldigung, ich wollte ihn eigentlich hier befreien. Ich kann es nur irgendwie nicht. Jetzt. Und gleich kommt der Letzte. Aber wem sage ich das? Du hast ja gezählt. Ja, hab ich. Da sind noch Freunde von uns. Ich habe aber keine Elbenschosse mehr. Wie meinst du, lässt man alles?
Ich bin ja der Knochenbrecher, Uruk. Ich schlage auf die Fußsohle. Ich bräuchte Pfeile. Klingt seltsam, ich weiß, aber die Haut dort ist empfindlich. Das ist wirklich unerträglich. Ich hole nur mal kurz Pfeile. Moment. Wo hier sollten welche sein? So. Schön, dass alle mitkommen. Finde ich gut. Darf ich mal? Vorsicht. Oh, hier sind auch noch welche. So, uff. Uff, die Tür. Die auch noch. Das Schwert schmerzt, Herr. Naja, alles gut. Alter, wie er einfach alles abfackelt, ne? Rette mich, damit ich die schuldigen Teufel töten. Naja. Hab Dank, Herr. Bin bereit zu kämpfen. Läuft. Tja, das war's dann wohl. Du wendest dich wieder deiner Kriegstreiberei zu und... Oh, hallo. Wir sind noch nicht fertig. Bruce. Oh, stimmt, Bruce. In seiner Festung. Deiner Festung. Hm. Echt beliebt, diese Festung. Oh, als diese Festung noch mir gehörte. Etwas zugig war's dort, aber diese Aussicht auf einige meiner Umbauten bin ich echt stolz. Hm. Wie deinen Tunnel. Genau. Mein Fluchttunnel. Ganz schön klug, dachte ich mir. Gut, wenn man mal schnell raus muss. Ja. Wir könnten ihn nutzen. Wieso? Wir wollen doch nicht raus. Nein, aber wir wollen wieder hinein. Klar. Wo ist dieser Tunnel? Da lang. Glaub ich. Oh Mann, ey, der will mich auch verarschen, ne? Hey, Brucey Baby. Ich sehe allerhand gezuppelt. Abzurechnen. Kommst in Begleitung dieses Sharkflex Redback. Ich sag dir was, ich hab auch Freunde, weißt du ja. Das wird ein wahres Fest. Ein echtes Hause, ja. Wir holen uns Grog, spielen ein paar tolle Spiele wie... Oh, was ihm die Arme ab? Na los doch, Jungs! Das explodiert! Autsch. Ich töte erstmal alles andere hier. Oh, und da ist ein Hauptmann schon mal weg. Der nächste ist weg. Ronk der Hand. Und gut, der Karo-Ausbilder. Alter, alle fallen hier wie Fliegen, Junge. Ich könnte
könnte dich durchbrechen. Ja, mach's doch. Da ist der nächste weg. Oh. Oh na. Wirklich schade, Anläufer. So sollte es nicht laufen. Du siehst mich wieder sicher wie Schrak im Karagor. Er wird nicht weit kommen. Wir werden ihn finden und ganz Mordor zeigen, was mit jenen geschieht, die sich dem hellen Herrscher widersetzen. Und wieder einer tot. Wie jetzt? Er ist abgehauen? Feigling. Diese Festung steht wieder unter meinem Kommando. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Die Verschwörer wurden gerichtet. Ihren Anführer wird bald dasselbe Schicksal ereilen. Fortan bewacht ihr diese Festung für den hellen Herrscher. Hier gibt es keine Schwäche, kein Erbarmen für meine Feinde. Nur die unbezwingbare Stärke meiner Wow, gut, dass der Ton jetzt so schön abgekackt ist. Liegt nicht an mir, liegt am Spiel, behaupte ich jetzt einfach mal. So, zum Oberhelm befördern. Es sind ein paar gefallen. Oh, es sind alle gefallen. Ah, außer die beiden da. So, 26, 19. Ist der nicht immer noch episch? Nee, der ist legendär, aber nur 19. 26, 23, 20. Hatten wir nicht einen 28er irgendwo? 30 haben wir hier sogar. 20. 23, 17, dann nehmen wir den 30er, und zwar ihn hier. Ja bitte. Keine Ahnung, wo der den Karo auf einmal hat, aber er hat ihn auf jeden Fall. Das Spiel backt ein wenig durch die Gegend. Habe ich so das Gefühl. Okay, die beiden Dinger sind noch da. Das ist sehr gut. Dann können wir die nämlich auch noch alle machen. So, wen wollen wir denn mal? 19. Oh, episch 23. Oh, hier ist einer tot von uns. Wie ist der denn gefallen, Alter? Episch 23 hätten wir hier noch. 19, 20, 23, 20, wo ist denn der hier? Bifili, du gehst dahin. Als Häuptling. So, dann hätten wir noch einen legendären, den würde ich auch damit hinsetzen. Als Kriegsgeborener. Sehr gut. Schade, Alter, dass der hier weg ist. So, dann haben wir hier noch 26 haben wir noch. Dann haben wir auch nochmal 26. Hier haben wir 20. So, der ist Meisterschütze. Wildenstammbesäcker. Dann nehmen wir erstmal den. Wir können, glaube ich, noch einen Platz freischalten, wenn ich mich nicht irre. Wir müssen uns erstmal wieder rüsten. So, dann Belagerungen. Jetzt können wir nämlich, rein theoretisch müssten wir jetzt auch einfach, genau, hier kostet auch nur 900, also easy going. Zack, bevor es mal zuweisen. Da hätten wir dann jetzt noch ein 19, 20, 26, 26, hier, zack. Den da rein, den gibt es erst ab Stufe 40.
Hier ist 35. Hier haben wir jetzt auch noch einen drin. So, jetzt müssen wir noch die Sachen wieder zuschalten. Zack. Was ist das hier? Metallmauern, okay. Giftspeier, das lassen wir alles so, ne? Schildträgerhort. Belagerungsbestien. Und hier. Kriegskaragor. Höllenfeuer. Das ist gut. Kriegskraug. Verteidigt die Festung. Begierig darauf, sämtliche Angriffe zu zerschmettern und zu verschlingen. Kostet 950. Kostet alles gleich viel. Ist also wahrscheinlich alles gleich effektiv. So, das wären die Tore. Und Graug ist natürlich etwas flexibler, ne? Und die Tore werden bewacht. Was haben wir denn? Haben wir nicht irgendwie Eisentore oder sowas? Metallmauern, versteckte Steinmauern, Steinmauern, Eisentore, Giftspeier. Ne, wir haben keine Eisentore. Ja, dann machen wir das mit den Drachen, würde ich sagen. Einmal Höllenfeuer, zack, 214. So, dann ist das nämlich drinnen. Ich weiß immer noch nicht, wie man die hier wiederbeleben kann. Bin ich ganz ehrlich. Fehlt mir ein bisschen. Weil es gibt dafür eine Trophäe. Ich weiß aber nicht, welche. Weil ich sag mal so, die anderen verbluten ja. Wenn dann nur, dann kann man die wiederbeleben. Aber mehr hast du hier auch nicht, ne? So, dann würde ich sagen, holen wir uns noch schnell die beiden Momente. Beziehungsweise, wir gucken später ins Inventar. Wir holen uns erstmal die Momente. Dann sind die zumindest schon mal weg. Und wir haben alles eingesammelt. Das wird ihre Maschinen verlangsamen. Sie vertrauen zu sehr auf Apparate. Da vorne ist irgendwas fett markiert. Hier ist neu. Ach, jetzt sind die Monumente schon wieder gespawnt. Vermisst. Redback will sich mit dir treffen. Okay. Ist das ein Bruce-Auftrag? Ja, ne? Ja. Ansonsten haben wir doch nichts. Jetzt sind hier alle. Wieso spawnen denn die Dinger hier neu? Verstehe ich ja gar nicht. Was soll denn der Quatsch? Ich meine, gut, dadurch kriegen wir immer wieder Juwelen. Was ja so an und für sich ja okay ist, aber. Moin. Wieso zieht der denn sein Messer hier, Alter? Ach, ich verstehe gar nicht warum. Warum spawnen die immer wieder neu? Was für ein Sinn. Außer halt, dass wir Juwelen bekommen haben. Du hast deinen Untergang besiegelt. So, und jetzt können wir einmal schnell hoch, Entschuldigung, ins Inventar gucken. Ins Inventar, los, mach, Junge, Folge schon wieder vorbei. So, ein neues Schwertelein haben wir bekommen. Ist. Jage einen Feind Angst ein. Chance, Gegner mit einem kritischen Treffer zu verfluchen. Oder kritische Treffer 29 Gesundheit wieder. Ne, da behalten wir unseres. So, dann haben wir einen neuen Dolch mit Stufe 29. Macht 15 mehr. Schnelles Werfen vergiftet das Ziel. Verringert die Abklingzeit von Reittierrufen. Stellt nach einer Schleichtung zwei Elbengeschoss wieder her. Das Ding macht hier mehr, viel mehr Schaden. Das lohnt sich dann schon. Hä? Willst du mich verarschen? Ich habe einen Stufe 26 epischen Bogen ausgerüstet, der 232 Schaden macht. Bekomme einen Stufe 28 epischen Bogen, der 203 Schaden macht. Willst du mich verarschen? Wie sinnfrei ist das denn bitte? Ich meine, da haben wir 11 Pfeile drin, aber wie sinnfrei ist das denn? Ich verstehe dieses Loot-System hier überhaupt gar nicht. Das ist so schwachsinnig, weil das absolut unausgeglichen ist. Ich sag mal, wenn der jetzt hier
normal oder selten wäre, dann könnte ich das ja noch verstehen. Aber die sind beide episch und der ist zwei Stufen höher und macht einfach viel weniger Schaden. So ein Schwachfug. Wer kommt denn auf sowas, Alter? Und eine Stufe 26 Rüstung. Ja klar, weil ich sonst keine Hobbys habe, ne? Stufe 29 Kapuze, ja, die ist auch schon schlecht. Da sehe ich so schon. Oder ja, zumindest gleich. Vom Rücken eines Reittiers, Schaden vom verbündeten Bestien. Verringert die Dauer. Ja, gut, komm, drauf geschissen, Alter. Ehrlich, ey. So ein schwachsinniger Bullshit, weißt du? So, dann können wir das hier machen. Hier fehlt uns leider noch was. Normales, grünes oder rotes oder so ein mittleres weißes. Haben wir alles nicht. So ein Schwachsinn. Oh, das mit den Juwelen ist auch echt kacke, Alter. Das dauert ja 100 Jahre, bis wir sowas haben. Ich glaube, sowas musst du auch effektiv farmen, glaube ich, ne? Sonst bringt das hier alles nichts. So, haben wir das jetzt fertig. Jetzt können wir wieder Hauptmänner suchen gehen. Wir haben zwar einige schon in unseren Reihen, aber es gibt immer noch mehr. Wie du siehst, hier sind sehr viele gefallen. Das heißt, es werden auch sehr, sehr viele nachrücken. Weil wir mussten jetzt hier oben wieder mit vielen Leuten nachrücken. Bin mal gespannt, wo Bruce hier hin ist. Lass mich doch mal hoch. Ich wollte nicht auf die Karte. Lass mich doch mal rauszoomen. Ich finde es eigentlich schade, dass hier so viele Gebiete angezeigt werden, die wir aber so gar nicht betreten können, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie dämlich. Sehr, sehr dämlich. So, hier haben wir noch die Festung erobern. Hier ist nichts, da ist nichts. Und hier haben wir auch noch Festung erobern. Ach ja, und gefrorene Flamme. Müsste hier nicht auch noch irgendwie so ein Nebenauftrag sein? Mit Dings? Na gut, hier brauchen wir uns noch nicht hinwagen, ist klar. Ja, hier so ein Konduraner-Auftrag. Genau, dann müssen wir Barano wieder suchen. Gut, dann bleiben wir erstmal hier. Ich markiere mal eben diese Mission, können wir irgendwie schnell hinflitzen. Ja, von da aus. Dann markiere ich mir die mal und dann würde ich sagen, beame ich mich eben schnell hier rüber und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Mittelerde Schatten des Krieges und bis zum bitteren Ende. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.